Dann, da hat sich das so ein bisschen mehr entwickelt und ja, dann hat sich das dann aber so weit entwickelt, dass immer mehr Handys zu Plattformen, Mobile-Plattformen wurden. Und irgendwann, jetzt wir schreiben das Jahr 2011 nun, ist das so eine Situation geworden, durch Smartphone, also beziehungsweise Smartphone, es gibt ja App Stores, es gibt halt diese guten Prozessoren für Smartphones, diese großen Bildschirme und dann einfach man merkt, Smartphones werden auf jeden Fall in klassischen Handhelds eine große Konkurrenz sein, denn Smartphones sind sozusagen ein All-in-One, also Handheld, MP3-Player, Radio, Internet, Service, wie heißt es, Device, also dass man surfen kann, halt Telefon an sich und alles in einem und da hat man so viele Vorteile und deswegen ist ein Smartphone heutzutage eigentlich der einzige wirklich Konkurrent für normale Handhelds und wird sich wahrscheinlich auch so weit durchsetzen, dass DS und PSP nicht mehr so wirklich durchsetzt, also dass sie gar nicht mehr so auf dem Markt sind. Weil Smartphones werden immer beliebter und sind einfach viel multifunktionaler, ein bisschen teurer schon, aber da sollte man ja mitmachen. Und Stimmt. deswegen hat und das ist ungefähr die heutige Situation. Vor allem mit iPhone, Android und so ein Zeug hat sich das ziemlich so durchgesetzt. Ja. Genau. Das war so meine die ganze Geschichte mal durcherzählt. So, jetzt machen wir, kommen wir weiter und zwar, Benny, erzähl du mal deine Mobile oder mobile Erfahrung oder deine Handhelds, die du besitzt. Handhelds besitzen. Okay, das kann ich ja mal kurz aufzählen. Ich bin ja nicht so wie Patrick, der Bart. Also bei mir ist das ein bisschen abschaulich, bisschen anschaulicher. Irgendwo fliegt dann noch ein alter Gameboy rum, der in schön schwarz-weiß. Okay. Dann ist da noch ein Gameboy Color, Gameboy Advance. Und Also. ja, das waren die ersten drei Generationen meines Wissens, ja. Also das besitzt du alles noch? Und hier vorne, direkt vor mir, ein Nintendo DS Lite. Wie viel du hast, ey, unglaublich. Ich habe nur einen Gameboy Color und einen Nintendo DS. Zumal Aber davor das. hatte ich eigentlich. Ich hatte davor eigentlich noch ein anderes System gehabt. War so ein Handheld für meine so 10 Euro oder sowas. So ein Billigding mit vorprogrammierten Spielen, die alle fast gleich aussahen. Ach, Ich so weiß wie. echt nicht mehr, wie das. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie das Ding heißt. Es war so ein rotes Ding. Ziemlich groß, also größer als ein Gameboy. Es war ziemlich lang, so von meiner Erinnerung her nach. Das habe ich damals gezockt, das war in den 90er Jahren, da war ich nur kleiner, war ich immer auf so Kanarischen Inseln, da habe ich immer das Ding mitgenommen. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie das heißt. Ich glaube, das gibt's gar nicht mehr. Es besteht, also Nicht. war schwarz-weiß dann, es war von keinem Markenhersteller, es war irgendein spezielles Ding. War, glaube Ja, ich, ein Magazin oder sowas drin. Weiß nicht. wahrscheinlich Ich weiß echt nicht mehr. Billiganbieter wie die Nintendo Fee, ne? Nee, es war keine Verarsche oder sowas. Es war auch kein. Es war vielleicht ein Video, aber das Ding war ziemlich stabil und war auch dafür geeignet. Es sollte auch so sein mit diesen. Weil es war halt 10 Euro oder sowas und so hatte halt 25 Spiele, glaube ich, und alle standen halt irgendwie aus schwarz-weißen Blöcken oder irgendwie sowas und verschiedene Spiele gab es ja, gab's dann. Einmal gab es Tetris natürlich, dann gab es so ein Art Autorennspiel, aber alles sah irgendwie halt gleich aus, nur halt in verschiedenen Genren. Und dann gab es noch Space Invaders, da gab es vieles Oh, auf jeden so einen schönen Fall. Klassiker, Space Invaders. Es war eigentlich eine ganz tolle Konsole, ich meine für 10 Euro war das, oder irgendwie oder D-Mark war das damals so, keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall genial. Ich habe aber echt keine Ahnung, wie das hieß. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe das 10 Jahre, da habe ich das Ding jetzt nicht mal gesehen. Ich habe es noch in Erinnerung. Das Ding habe ich noch in meinen Gedanken vor mir. Ja, und dann habe ich noch Game Boy Color. Habe ich lange Jahre mitgespielt. Also von 1998 oder 99 bis 2006. Da kam dann der DS.
für mich. Also ich habe da den DS gekauft. Auch schon mittlerweile 4, 5 Jahre her. Auf jeden Fall angefangen habe ich mit Pokémon. Natürlich ganz klar, klassisch so Game Boy Color Pokémon Gold Edition. Habe ich dann durchgezockt. Also wirklich durch, komplett mit allen möglichen Sachen, was du machen kannst. Und da war ich so ultra gut. Eines Tages habe ich leider dieses Cartridge-Dingen verloren. Nach 3 Jahren, also wieder gefunden, total durchnässt und so, weil draußen lag und ging nicht mehr und schade eigentlich, aber egal. Aber da musst du mal überlegen, ne? Pokémon war ja Da schon habe ein ich. Kackspiel, ne? Pokémon war ja schon ein Scheißspiel irgendwie, Nicht, ne? also damals war das eigentlich so ultra Kult. Es ist gar kein schlechtes Spiel, muss man echt zugeben. Jetzt heutzutage hat sich das total verflacht, weil es immer mehr das Gleiche rauskam. Es gibt keine Innovation mehr in diesem Genre, sage ich mal, Pokémon-Genre. Aber damals war das dann echt noch ein Highlight. Und du konntest echt, es war das Spiel mit den größten Möglichkeiten, oder beziehungsweise größte Karte, größte Welt, was es damals so gab, ist echt riesig gewesen. Dass alles so auf so ein Ding passt. Aber da habe ich noch andere Spiele gekauft, für so ein paar Euronen. Da war so ein Spiel, das war ein klar, also, das ist der Vorteil von Game Boy Color. Du kannst mit dem Game Boy Color auch alte Game Boy Spiele spielen. Und deswegen habe ich mir ein Spiel von 1989 gekauft. 1989, das war Super Ja. Mario-Zeit. Super Nein, Mario ja, Land. es war aber nicht Super Mario, es war ein Spiel, was klassischer geht's gar nicht. Du spielst also alles 2D, es ist eine Art Jump'n'Run. Du Tetris. spielst einen Krieger und du musst halt Zombies abmetzeln und sowas. So total klassisch, einfach nur Gemetzel halt. Was für ein FSK war das? Beziehungsweise USK? Weiß ich gar nicht. Diese Frontansicht da, also dieser Aufdruck ist irgendwie total kaputt, deswegen sieht man das gar nicht mehr. So kann man Das war, nämlich mal auch ich mal habe gerne, so kann man das auch gerne mal. für günstige 5 € erworben. Deswegen geht Okay. das eigentlich noch. Ist aber ein echt geniales Spiel so. Aber sonst irgendwie war es das. War da nicht viel Besonderes. DS habe ich dann geholt, 2006. Und ja, 2, 3 Jahre gespielt, dann auch wieder zur Seite gelegt. Ja, ist normal, weil für uns Ja, Leute. ich wachse aus den Kinderschuhen, sag ich mal. DS und Game Boy Color ist nichts mehr für mich. Einfach weil es ist nicht mehr. Es bietet mir einfach zu wenig. Ja, es Es ist kommt. grafisch in Ordnung, ganz ehrlich, aber ich meine, es ist nichts mehr Neues. Es ist einfach nur total verflacht, weil die Spiele einfach irgendwie nicht mehr so interessant sind. Richtig. Es bringt noch irgendwie komische 1000 Pokémon-Spiele halt raus, wie erwähnt, das ist auch nicht mehr so toll. Irgendwelche wie heißt es, Spiele oder sowas, einfach nichts mehr so Interessantes. Damals war noch so Damals gab Sachen es einen wie Kaiser, der hat das geregelt. wer? Damals gab es einen Kaiser, der hat es dann geregelt, dass dann gute Spiele kommen. Muss man jetzt nicht verstehen. Aber ich habe mir gekauft Animal Crossing zum Beispiel, das war damals auch total beliebt. Ich Ja, habe Animal gekauft Crossing. irgendwelche Sims-Dinger oder ich habe mir gekauft, was habe ich noch? Später kam es Backdrops dazu, dieses heute noch irgendwie halbwegs erfolgreich, gibt es auch einige Teile davon. Habe ich nie durchgezockt, ganz ehrlich. Habe ich heute Morgen wieder kurz rausgeholt, mal geguckt, wie weit ich bin. Was gibt es denn? So Ich ungefähr. weiß ungefähr, wo ich bin, aber das ist nicht so. Irgendwie habe ich keine Lust mehr drauf. Dann habe ich noch, später kam noch irgendwie Age of Empire dazu, ein Panzerspiel kam dazu. Ein Rennspiel, Need for Speed war das. Ja, und dann war das irgendwann mal schon später so, nö, zur Seite gelegt und ja, Ende. Genau. Aber wenn man jetzt mal so anschauen, ne, jetzt als Beispiel, jetzt gehen wir mal kurz auf unsere Release-Liste. Da sind zwei Spiele drin, die diese Woche erscheinen. Für den Nintendo DS. Das ist ja was Tolles, aber wenn ich den ersten Titel vorlese, werden einige denken, ey, Benny, was hast du da reingeschrieben? Das geht doch gar nicht. Knobel und Denkspiele. Auf dem Nintendo DS. Ja. Und als zweites Yogi Bär das Videospiel. Leute, Leute.
Das ist doch kein Vollpreistitel, kein guter. Nee. Also für mich muss ein Vollpreistitel was Gutes sein, wie. Weiß nicht. Haben sie das nicht schon in der Mache, Trackmania für die Wii? Ist ja für den DS angekündigt. Oder ist das schon raus? Weiß ich gar nicht, ich glaube. Weiß ich nicht. Ich glaube, Trackmania für den DS ist, glaube ich, schon draußen. Meines Naja, Wissens. du suchst nach, ich kann auch was dazu erzählen, und Richtig. zwar, jetzt hat sich das so ein bisschen anders entwickelt. Handhelds gibt es nicht nur in dieser klassischen Werbeform oder auf Smartphones, es gibt auch diese sogenannten, wie soll man das sagen, Netbook-Handhelds oder so. Bestes Beispiel ist die Open Pandora, basierend auf einem Linux-Betriebssystem. Angstrom müsste es irgendwie heißen oder so. Es ist eine Art, ja, wirklich so Netbook-artig, ein bisschen klotzig, also wirklich ziemlich klobig. Es ist Normal. aber ein Handheld-Computer an sich, es ist so eine Mischung. Du kannst da ganz gut zocken, also es ist wirklich wie ein Netbook, aber halt mit so auch Controller und sowas drin eingebaut. Diese Okay. sogenannten NUPS heißen die, also diese komischen Analog-Dinger. Es ist, ja, halt eigentlich ein Underground-Handheld, wenn man das so will. Es kennt kaum jemand, hat sich aber schon 200.000 Mal verkauft. Es ist auch gar nicht wirklich fertig. Das ist eher eine Testlaufphase. Es ist halt wirklich ein offener Handheld. Hat sich so weit entwickelt, dass du halt auch selber dann Spiele programmieren kannst, legal dann auch. Also DS wäre natürlich illegal, wenn du irgendwas knacken würdest und irgendwas draufpacken würdest, aber beim diesen Handheld halt nicht, weil das dafür so ausgelegt ist, dass du auch selber was programmieren kannst. Was total auch genial ist. Du kannst dir, du müssen irgendwie eine SD-Karte in deinen Computer, also einen richtigen PC packst du rein und lädst dir halt irgendwelche Spiele runter oder programmierst selbst dann am PC und dann packst du auf eine SD-Karte und packst es in den in Open Pandora rein und lädst dann drauf. Fertig. So einfach Ja. ist das. Kostenlos. Das ist das Geniale einfach bei diesem Handheld, weil du so viel kosten, das ist, du bezahlst einmalig, meinetwegen, 200 € oder sowas, oder irgendwie so um den Dreh. Dann kannst du halt die alle restlichen Spiele, Programme und Firefox, alles kannst du draufpacken. Du hast dann halt wirklich ein Handheld und PC in einem. Es ist auch ziemlich handy, also sieht komisch aus, aber es ist, echt ein gutes Ding, weil, ich meine, es ist, hat mehr Leistung als ein DS und PSP zusammen. Es ist wirklich eine Art Minicomputer. Und so weit entwickelt sich das auch noch in Zukunft, dass es immer mehr verschiedene Formen von Handhelds gibt. Und größer, kleiner, das ist egal. Und von daher ist es, diese Custom Handhelds werden wahrscheinlich dann aussterben. Denke ich Ja. mir mal. Die Frage ist natürlich, worauf stehen die meisten Leute? Auf dem Das klassischen ist. oder auf dem modernen? So wie es jetzt in Trend hingeht, ist das mehr neue Smartphones vor allem, wie gesagt. Das ist jetzt ungefähr so der Trend, weil einfach das mit mehr Möglichkeiten. Ich meine, du hast ein Handy, also beziehungsweise ein Smartphone, du brauchst dafür dann. Guck mal, überleg mal, was dir alles wegfällt, wenn du ein Smartphone hast, ein gutes. Du brauchst ab sofort dann kein MP3-Player mehr, kein Radio mehr, du brauchst kein Handheld dann mehr. Du Kommt brauchst drauf an, keinen was du für ein PC, Smartphone hast, wenn du jetzt. um Ja, Statusmitteilungen zu also schreiben. wenn du. Wenn du sagst, du brauchst nur was zum Surfen und halt zwischendurch spielen und du willst keine größeren Arbeiten machen, also wie Videoschnittprogramme oder sowas, dann brauchst du halt auch keinen PC. Das ist halt ein Minicomputer, ne? Ja. Du fällt so viel weg, hast dann alles in so ein Gerät, du bezahlst halt ein bisschen mehr, aber hast halt so ein Gerät mit alles im einen. So geht das halt hin, dass du später in Zukunft brauchst halt so viele Sachen nicht mehr. Weil früher war das so, du brauchst für jeden Scheiß, brauchst ein extra Teil, du brauchst ein extra Radio, du brauchst einen extra MP3-Player, weil Handys nicht so gut Sound hatten. Extra Kamera, alles brauchst du extra und irgendwann mal später ist alles in ein. Das Ja. finde ich halt praktisch und es geht auch so weit, jetzt kommen die Smartphones mit Dual-Core-Prozessoren raus. Das ist natürlich auch schon sehr entwickelt, da kannst du halt Spiele spielen, die grafisch mit dem PC mithalten können. Das finde ich auch klasse. Und ich kann auf jeden Fall schon mal denken, dass irgendwann auch in einem Smartphone, wir haben, wann ist jetzt der Dual Core rausgekommen? Auf dem Smartphone? Dieses Jahr oder Es letztes kommt noch, Jahr? es kommt noch nicht raus, es kommt, also es kommt erst raus, ne? Es kommt im Ja. Februar das erste Smartphone mit Dual Core raus. Das ist das LG Optimus
Pete 2X